Im Namen des europäischen Raumfahrtprogramms 189 Tage auf Ihrer Solo-Reise. Kommandant Prochaska, wie fühlen Sie sich? Ich mache das hier für alle Menschen zu Hause und das macht mich sehr stolz. Und Ihre Frau Lenker natürlich. Sie freut sich sicher schon darauf, Sie bald wieder gesund und munter zu Hause zu haben. Aber es geht ihm nicht gut. Er vermisst seine Frau. Dann hätte er nicht gehen sollen. Sechs Monate Isolation. Da fängt man an, zu viel nachzudenken. Ich habe hier eine Interferenz. Ich wollte dich nicht erschrecken, dünner Mensch. Hab keine Angst. Ich verliere den Verstand. Du möchtest wissen, ob ich echt bin. Ich bin wie du. Ein Entdecker. Deine Einsamkeit hat mich fasziniert. Wieso bist du hier? Lass mich dir helfen. Ich möchte dir bei deiner seelischen Belastung beistehen. Ich kann das auch ohne deine Hilfe. Sicher nicht. Du gehst dahin, wo ich hingehe, und ich gehe dahin, wo du hingehst. Stimmt's, Raumfahrer? Das sind deine Gedanken. Ich finde sie nur mit dir. Alles, was anfängt, muss enden. Das werde ich nicht zulassen. Du gehst dahin, wo ich hingehe. Und ich gehe dahin, wo du hingehst. Ich will einfach nur nach Hause. Na, das könnte doch mal spannend werden. Die Stimmung über diesen Trailer, die Frage, was ist das genau für ein Wesen? Es wirkt fast ein bisschen wie Therapie im Weltall. Und damit war es der Trailer zu Spaceman mit dem deutschen Zusatz Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, den uns Netflix dann ab dem 1. März wird streamen lassen an unseren heimigen Bildschirm auf der Plattform vom Regisseur von Tschernobyl. Und da muss ich natürlich aufhorchen. Sehen wir hier Adam Sandler mal wieder in einer sehr ernsten Rolle. Er hat immer wieder im Laufe seiner Karriere gezeigt, dass er das kann und dass er da vor allem auch immer einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Natürlich auf der anderen Seite sind seine blöde Komödien dann immer auch nochmal eine ganz andere Darbietung. Aber hier spielt er Jakub Prochaska, einen Astronauten, der aufgrund einer mysteriösen Staubwolke in der Nähe eines am Rande des Sonnensystems, die er untersuchen soll, auf eine Solo-Mission geschickt wird, die wahnsinnig gefährlich ist. Und im Weltall, da ist es auch die Einsamkeit, die es für ihn immer schwerer macht zu sein und das Ganze zu ertragen. Aber das ewige Denken an seine Frau auf der Erde ist zumindest der Rettungsanker, bis sie ihm anscheinend eröffnet, dass es mit der Ehe vorbei sein könnte. Und in dieser Einsamkeit und dem großen Herzschmerz entdeckt er dann aber, dass er anscheinend in seinem Raumschiff nicht alleine ist. Er ist ein Wesen, das aussieht wie eine Spinne, das mit ihm kommuniziert. Und die Frage ist, wie nah lässt er das an sich ran? Ist das eine Art seelischer Spiegel? Zumindest lassen das so ein bisschen die Gespräche vermuten, die wir hier im Trailer hören. Ist das Ganze dann Drama, Science Fiction, Thriller? Bin ich ehrlicherweise gespannt drauf, was uns hier für ein Gedankenexperiment erwartet. In Spaceman, weil die Grundidee, alleine zu sein im Weltall oder auf eine Form von sich selbst zu treffen, ist jetzt grundsätzlich nicht neu. Aber eben die Konstellation aus diesem Regisseur und Adam Sandler und dieser Stimmung, die er drüber legt, muss ich sagen, bin ich gespannt, was Spaceman kann. Der könnte einiges auf dem Kasten haben. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filmeschauen.